Seit 6 Jahren lade ich jetzt Rocket League-Videos hoch. Und wisst ihr, was ich euch noch nie gezeigt habe? Skill. Ja, nein, Extra-Modi. Ich spiele heute alle Extra-Modi einmal und ich fange an mit meinem Lieblingsmodus, und zwar Hut. Den spiele ich immerhin 3-mal pro Season. Kickoff war super, Teammate ist aber nicht da. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Teammate? Ja, er ist immer noch nicht da. Also ich bin ehrlich zu euch, eigentlich spiele ich überhaupt gar keine Extra-Modi. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie oft ihr was spielt. Das war ein schöner Pass, Teammate. Du musst ihn reinmachen. Macht er auch. 1:1. Der Ball könnte gefährlich werden. Oh, das wird ein Pass zu mir. Den muss ich eigentlich jetzt reindanken. Und das ist das Schöne an diesem Modus. Das ist schon, das macht schon ein bisschen Spaß. Und laut der Ränge der Gegner ist das hier Platin-Niveau. Oh, der Ball ist gut. Bekomme ich den? Bekomme ich den? Bekomme... Oh, ja, das ist halt auch nur Platin. Die geben direkt auf? Okay, ich würde gerne noch eine Runde spielen. Ja, oder auch nicht. Wir liegen mit 0:3 hinten. Aber jetzt vielleicht den Kickoff. Der kommt ganz gut. Teammates, macht den Ball, glaube ich, noch nicht rein. Aber ich, bekomme ich den da rein? Ja. Nein, wie? Wieder war nicht drin. Bruder, du musst dahin. Den habe ich wirklich schon drin gesehen. Der Ball kommt blöd. Kann ich aber kurz annehmen. Einmal rüberspielen, Teammate. Einmal rüberspielen vielleicht. Ein Aerial machen. Ich habe halt zum Glück so ein bisschen den Aerial-Vorteil. Rein danken klappt leider nicht. Oh, ist der drin? Komm, man, geh einfach rein, Ball. Geh einfach rein. Er ist drin. Was für ein schönes Tor. Und jetzt starten wir das Comeback. Den Ball habe ich. Einmal kurz das Boostpad mitnehmen. Wieder einen schönen Kickoff machen. Der ist wieder super. Und der ist direkt drin. Comeback ist da. Also theoretisch, ein Tor brauchen wir natürlich noch. Der Ball ist auch wieder super. Also ich muss sagen, Hoops ist schon ein sehr, sehr cooler Modus, weil du eben da auch so ein bisschen üben kannst. Vor allem Aerials. Oh, das war Latte. Stange, Korb, Posten, also... Also... Das Ding halt. Der Ball habe ich. Mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Oh, zieh mit, aber ich glaube... Autsch. Ich glaube, bei Hoops kann man einen Ball auch zum Tor hinhalten. Es ist da, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Denke ich, glaube ich, der Ball ist nochmal gut. Teammates! Ja, aber das war vielleicht ein bisschen Asses. Ist aber okay. Ist ja nur Hoops hier. Ich bin hier auch nur Platin. Mach ihn rein. Den bekommst du rein. Ja, Mann. Comeback. 3:3. Was passiert hier genau? Vielleicht mal irgendwie raushauen den Ball mit einem schönen 50 oder so? Oh, das ist ein... Das ist aber ein sehr, sehr schöner 50, wir führen. Vielleicht mal eine Demo mit... Doch keine Demo mitnehmen. Teammate, du kannst gerne drauffahren. Oder auch ich. Ja, oder auch... Ja, das war ein bisschen blöd. Er schreibt sorry, aber ist okay. Das war eigentlich auch mein Fehler. Jetzt nach vorne hauen. Come on. Beide sind Outplates. Und... Hops. Oh, richtig schön. 5:3. Die Runde ist gewonnen. Weiter geht's zum nächsten Spielmodus. Und bei Dropshot merkt man es einfach wieder. Ich beobachte gerne Spiele. Alle chasen nur auf den Ball drauf und ich stehe hinten in meiner eigenen Hälfte und versuche einfach die Bälle abzuwehren. Und in den richtigen Momenten, naja, wenn ich an den Ball kommen dürfte, den Ball zu spielen, ich mache halt die wichtigen Touches, so wie hier, stark. Aber die Double Commits bei Dropshots sind wirklich unfassbar crazy, als würde es wirklich nur den Ball geben. Du bist viel zu langsam. Ah, Teammate. Ja, man muss manchmal auch ein bisschen abwartend reagieren. Es macht nicht immer Sinn, volle Kanne auf den Ball drauf zu gehen. Denn, ja... Denn es ist manchmal einfach besser, ein bisschen defensiver zu stehen und die wichtigen Bälle zu berühren, wie zum Beispiel hier. Bekomme ich ihn nochmal irgendwie rein? Oh, bisschen zu hoch. Nochmal runter damit. Wir bräuchten mal das erste Tor. Oh Gott, jetzt ist keiner hinten. Ich bleib am besten einfach hinten stehen. Jetzt sind alle blauen Outplates. Come on, da ist das Loch. Einfach rein damit. Ah, nicht so richtig. Oh, vielleicht nochmal dahin. Ja, der Ball ist drin. Schönes Passing-Play von uns dreien. Oh, das könnte vielleicht meiner... Was? Oh, ich bekomme den Banger nicht. Weil der Ball, glaube ich, vorher auf dem Boden war. Da wäre alles offen gewesen. Genauso wie bei uns gerade hier innen. Oh Gott, habe ich getatscht. Und jetzt ist hier alles offen. Und jetzt müssen wir es doch machen. Oder den bekomme ich nochmal. Ah, schade, Gegner war da. Wir bekommen den Ball gerade nicht rein. Da ist wirklich alles offen. Oh Gott, ich muss ein bisschen nach hinten wieder. Das wird ganz gefährlich. Das wird ganz Oh nein. Oh Gott. Bitte nicht. Ja, mal kurz den Gegner weggerammt. Aber gerade schwimmen wir so ein bisschen. Ich muss wieder so ein bisschen mehr nach hinten. Und mich darauf, da komme ich noch nicht ran. Ich warte ab. Jetzt komme ich daran. Da muss der Ball auch hin. Der Ball ist gut.
Der Ball ist drin. Das war nicht mein Tor. Aber wie hat er den Ball denn noch irgendwie berührt? Er wurde gerammt. Ach so, aber schönes Tor. Ja, wir gewinnen auch diesen Modus. Kommen wir jetzt zur Eiszeit. Und ich weiß nicht genau, was ich von diesem Modus halten soll. Weil, naja, es ist halt ein Puck und der ist halt unberechenbar. Der Ball ist drin. Ja, die Gegner pinschen den Ball rein und Lightning McQueen war nicht schnell genug. Ich kann aber auch den Puck richtig schlecht einschätzen. Vielleicht eine Demo klappt nicht. Weil der Puck bewegt sich manchmal so komisch nach hinten legen. Oh, der kommt ja viel zu schnell. Ich komm wieder, keine Frage. Und er kommt auch wieder schnell zurück. Oh, was für ein schöner Touch, aber Ball ist nicht drin. Oh, Ball ist immer noch nicht drin. Ball ist immer noch nicht drin. Ja, oh, wir haben ein bisschen Pech. Ja, das macht der Mate super. Er kommt aber, glaube ich, nicht nochmal dran. Ich leg ihn hoch für den Mate. Mach ihn rein. Oh, nochmal zu dir vielleicht. Ja, Mann, wir haben ein bisschen Pech, aber ich komme langsam so ein bisschen besser klar mit dem Puck. Es funktioniert jetzt echt ein bisschen stärker. Come on, Lightning McQueen! Ist der Ball drin? Er macht ihn rein. Das war ein richtig schönes Tor von dir. Schöner Speed auf dem Puck. Und ihr wisst ja, in der nächsten Season wird es nur Eiszeit. Lightning McQueen, ich habe geschrieben, ich habe ihn. Oh, in der Season 13 wird es nur Eiszeit als Rank geben und Dropshot nicht. Dropshot kommt erst wieder in der Season 14. Deswegen auch das Video, vielleicht ein Ariel. Ich gebe dir ein paar Cheeseburger, Bruder. Lightning McQueen, was soll denn das? Was machst du denn da? Das wäre ein schöner Ariel vielleicht geworden. Aber mit dem Puck zu Arielen ist, glaube ich, auch nicht wirklich drin. Aber ich finde, man kann den Puck doch recht gut kontrollieren. Ah, kein Boost mehr. Das klappt wirklich erstaunlich gut. Bin ich eigentlich sehr überrascht. Ja, der Ball wird, glaube ich, ekelhaft. Aber auch den kann ich vielleicht annehmen. Du kannst den Ball wirklich sehr gut... du kannst den Ball wirklich... sehr gut kontrollieren. Mach ihn rein. Oh. Teammates für euch? Okay, ich komme auch nicht mehr dran. Jetzt muss ich aber Nearpost rotieren, weil ich kann nicht mehr Farpost. Alles ein bisschen blöd. Der ist schon drin? Ja, und jetzt brauchen wir halt eine Time to Shine. Das ist dein Ball, Lightning. Du kannst gerne drauf gehen. Okay, willst du nicht? Beide verfehlen den Ball. Dann gehe ich mal drauf. Annehmen. Ah, schade, da bekomme ich nicht so richtig den Ball. Aber jetzt vielleicht... Oh, der ist drin! Ausgleich, kurz vor Schluss. Also eine 2-Minuten-Overtime wollte ich eigentlich nicht haben, um ehrlich zu sein, bei so einem Extra-Modus. Das ist, oh, nochmal ein schöner Ball von mir. Vielleicht jetzt nochmal hier touchen. Ja, ja, Mann, wir gewinnen die Overtime. Habe ich den Ball hier eigentlich nochmal getouched? Ich glaube schon, aber schönes Tor von Lightning McQueen. Ja, und das waren jetzt alle Extra-Modi. Das waren alle Extra-Modi. Es gibt keinen mehr. Ja, okay, es gibt noch Rumble, aber... Nein. Nee. Also wenn, dann will ich Rumble ohne Item spielen. Heißt am besten den Ball jetzt sofort reinmachen. Ich hasse... Oh, das ist gut. Vielleicht sogar wirklich. Mach ihn rein. Okay. Ja. Oh, wir spielen einfach ohne Items. Nein, ich kann den Modus wirklich nicht ernst nehmen. Ball habe ich vielleicht? Oh Gott, nein. Der Modus macht mich aggressiv. Ich kann diesen Modus nicht spielen. Ich habe dieses Eis-Item. Heißt, ich kann den Ball einfrieren. Das macht am meisten Sinn vielleicht, wenn der Ball vor deren Tor ist. Das ist vielleicht gleich der Fall. Vielleicht so. Einmal nur irgendwie vorlegen. Und ja, Stacheln sind einfach so OP. Nein, ich kann euch das hier nicht zeigen. Wir liegen 3-5 hinten. Es ist alles nur noch... Es ist... Nein, 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 nein. Wir verlieren die Runde und ich bin weg.